Hallo Leute, hallo von André Unger. Wer ist mein Gegner? Diese Frage kommt von einem Video, über den wir mal gesprochen hatten und wo wir gedacht hatten, dass vielleicht war der Broker unser Feind. Also ist der Broker mein Problem oder liegt das Problem irgendwo anders? In dem Video hatte ich erklärt, wie ich eigentlich der Meinung bin, dass der Broker nicht unser Gegner ist. Der Broker ist ein Businesspartner, wenn er natürlich ein seriöser Broker ist. Und ich habe natürlich gestresst, wie es wichtig ist, eine gute Wahl vom Broker zu tun. Und das ist ziemlich klar. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was ein Broker war. Und das können Sie alles lesen im Erfolgreich traden, so geht's. Bei der Webseite hier unten im Link tradingweltmeister.de, da können Sie mein E-Book gratis runterladen und dort können Sie etwas Neugieriges lesen, wie ich am Anfang gar keine Ahnung hatte und wie es dann langsam gekommen ist. Aber zurück zum Gegner. Wer ist also unser Gegner? Wie gesagt, obwohl wir in einigen Fällen gegen unseren Broker arbeiten, weil er unser Market Maker ist, in anderen Fällen passiert das nicht. Zum Beispiel für mich ist das nicht der Fall, weil ich in dem Future-Markt arbeite und dort habe ich keinen Market Maker. Ich arbeite direkt gegen die anderen Händler. Also sind diese anderen Händler mein Gegner oder gibt es etwas anderes? Die anderen Händler haben eine eigene Strategie, aber vielleicht arbeiten sie auf unterschiedliche Zeiträumen und wenn ich jetzt ganz kurzfristig arbeiten will, arbeitet jener, der mich die Kontrakte verkauft, nicht auf dieselbe geringe Zeitraum und wenn ich aussteige, ist er immer noch drin und vielleicht verdient er Geld später. Also es ist auch nicht so wichtig, gegen jemanden zu arbeiten. Und sowieso könnte ich nicht gegen so viele Leute kämpfen und ich kenne auch die Leute nicht. Also zu sagen, dass die anderen Händler meine Gegner sind, ist ein bisschen extrem. In dem Fall hätte ich auch einige Probleme, weil ich die Leute nicht kenne. Ich kenne meinen Gegner nicht. Also, wer ist mein Gegner? Jemand sagt, der Markt ist dein Gegner. Das klingt gut. Ja, der Markt. Der große Markt. Aber der Markt, der ist doch, auch wenn ich nicht mehr arbeite, ist der Markt immer noch da. Der Markt bleibt da, ich gehe rein und raus, aber ist der Markt mein Gegner? Nein, der Markt bewegt sich wie immer. Wenn ich drin bin oder nicht, das ist ihm egal am Markt. Der Markt kümmert sich nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Der Markt ist nicht mein Gegner. Wer ist mein Gegner? Ich bin mein Gegner. Ich bin mein Gegner. Ich bin der Gegner für mich. So bist du für dich. Und alle für sich selbst. Das ist die traurige Wahrheit. Und die traurige Wahrheit ist, dass wir unseren Gegner nicht so gut kennen. Obwohl wir denken können, dass wir uns selbst am besten kennen. Ich kenne mich besser, als ich meine Frau kenne und so weiter. Stimmt das oder nicht? In einigen Fällen schon. Ich hoffe, dass meine Frau nichts Komisches macht, aber mich selbst kenne ich trotzdem nicht so gut, weil ich hier nicht sagen kann, mit Sicherheit, was ich morgen machen werde, in bestimmten Situationen. Und diese bestimmten Situationen können auch im Markt stattfinden. Das heißt, wenn man handelt, muss man wissen, was man macht. Wenn man ohne Ahnung handelt, dann hat man ein erstes Problem. Entschuldigung. Ein bisschen husten. Es ist heiß draußen, dann hat man die Klimaanlage unten. Wenn man in meinem Alter noch hier mit der frischen Luft arbeitet, hat man Schwierigkeiten. Aber wenn man ohne Ahnung arbeitet, hat man ein Problem. Man geht ohne Wissen im Markt rein und da sind wir schuld. Wenn wir Geld verlieren, dann sind wir. Wir haben die Schuld. Wir haben die schlechte Entscheidung gemacht, ohne Ahnung zu arbeiten. Man muss sich ausbilden. Wenn man im Markt handeln will, muss man sich ausbilden. Man muss die Märkte kennen, wie sie funktionieren und was man
am besten machen soll. Das muss man machen. Wie macht man das? Man muss einen Plan vorbereiten, mit dem man arbeiten wird. Wenn man ohne Plan arbeitet, wird man irgendwann später oder früher Geld verlieren und dann sind wir schuld. Und in dem Fall, wir, unsere Gegner haben verloren, wir und der Gegner, wir wieder haben gewonnen. Aber sicher, der Verlierende ist der, das schlechtere Gefühl hat. Dann, wir haben einen Plan. Wir sind fleißig. Wir wollen stärker sein als unser Gegner. Dann arbeiten wir mit dem Plan. Aber dann im Zweifel vermeiden wir einige Regeln, ändern wir einige Regeln. Und zuletzt nutzen wir nicht unseren Plan, wie wir das nutzen sollten. In dem Fall sind wir wieder unser blöder Gegner und wir haben wieder es falsch getan. Wir sind wieder schuld. Wir hatten einen Plan, aber wir haben nicht nach dem Plan gearbeitet. Und dann sind wir wieder blöd. Das mache ich weniger jetzt, weil, wie Sie wissen, ich habe alles automatisiert. Ich habe automatisierten Handel und in dem Fall habe ich schon geschriebene Regeln. Einen Plan habe ich schon und alles arbeitet automatisiert auf meiner Cloud. Also generell wird mein Plan genauso, wie es ist, arbeiten. Obwohl manchmal habe ich wieder eine verlierende Situation mit meinem Gegner, wo ich auf den Knopf drücke oder eine Strategie ausschalte oder eine Position schließe oder. Es passiert noch, obwohl ich sicher eine gute Erfahrung habe in der Börse und im Handel und im Algo-Trading, automatisierter Handel, was ich mache. Trotzdem gewinnt manchmal mein Gegner wieder. Ein Gegner bin ich und diesen Gegner kenne ich leider nicht so gut. Da kann ich nicht sicher geben, dass ich ihn unter Kontrolle habe, nur weil mein Gegner ich bin. Plan und so weiter. Auch wenn man einen richtigen Plan hat und wenn man nach dem Plan arbeitet, wenn man sich nicht richtig ausrüstet, also eine richtige Struktur, richtiger Computer, richtige Internetverbindung, richtige Schützung nach Problemen mit Elektrizität oder so. Wenn man das alles nicht macht, dann kann man wieder Probleme erfahren, aber das sind wir wieder schuld, weil wir schlampig waren. Wir haben nicht alle möglichen Probleme gedacht und haben nicht eine Lösung für alle diese möglichen Probleme vorbereitet. Und dann ist es wieder auf unsere Schulter, weil warum wir das falsch getan haben. Also unser Gegner sind wir. Ich bin mein Gegner. Und dieser Gegner ist leider immer da. Er kämpft jeden Tag und er will gewinnen. Normalerweise gewinne ich, sonst wäre ich nicht da, diese Videos zu drehen, aber manchmal gewinnt er. Und nicht immer lerne ich etwas Neues von dieser Situation. Und das ist auch nochmal ein Fehler. Man muss von den blöden Situationen etwas lernen. Aber nicht immer macht man das. Da müssen Sie aufpassen. Oh, Sie können erfahren sein, wie Sie wollen, aber trotzdem manchmal gewinnt Ihr Gegner wieder und dann haben Sie in dem Fall Pech. Aber es ist nicht der Markt, es ist nicht der Market Maker, es ist nicht der Broker. Wir sind unsere eigenen Gegner. Und diese Gegner sind nicht so sympathisch, wie wir denken. Das war's, Leute. Bei den neuen Inhalten können Sie meinen Kanal abonnieren, sodass Sie sofort eine Meldung haben. Bei roten Glöckchen können Sie das auf den roten Glöckchen können Sie sofort machen. Bitte kommentieren Sie mit Ihrer Erfahrung. Was ist bei Ihnen passiert? Haben Sie schon entdeckt, dass Sie Ihr Gegner sind? Oder hatten Sie gedacht, es war der Broker oder eure Freundin, die nicht gerne hatte, dass Sie an der Börse handeln? Oder die Katze, die auf dem Computer springt? Oder noch etwas anderes? Wer weiß das? Bis nächstes Mal und gerne lese ich Ihre Kommentare. Ciao von André Augen.